Ein Schritt Richtung Freiheit. Fahrdienstleiter, willkommen auf den Green Hill Junction Verbindung. Warten Sie, bis das Signal die Strecke freigibt. Bringen Sie diesen Glastown 85 3-Wagen-Personenzug nach Glasgow Queen Street auf Bahnsteig 3. Lassen Sie dort die Fahrgäste aussteigen und rüsten Sie anschließend den Führerstand ab. Verlassen Sie dann den Zug und übernehmen Sie. Ja, und mehr konnte ich nicht lesen. Und damit herzlich willkommen zurück in TrainSimulator 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind wieder unterwegs auf dem DLC Scotland Express und fahren heute diesen Nahverkehrszug nach Glasgow Queen Street, und nach Abschluss unserer Fahrt werden wir diesen Zug in das Betriebswerk bringen. So, wir müssen warten, bis wir freie Fahrt haben und können dabei den Zug noch fertig aufrüsten, schalten uns die Zugsicherungssysteme ein und schalten uns auch den Monitor ein. Ihr seht, unser Zug hat nämlich noch gar kein Licht bekommen, und ja, also müssen wir das erst einmal hier einstellen, bevor die Reise losgehen kann, beziehungsweise wir könnten jetzt auch ohne Licht losfahren. So, Fahrgastlicht, und ihr seht, ist eingeschalten. So, gut, dann die Spitzenlichter, jetzt müssen wir mal das ausmachen, sind die wenigstens eingeschalten. So, ihr seht auch, dass wir hier auch noch was ausschalten müssen, nämlich die Deckenbeleuchtung hier in unserem Zug. Muss ich erstmal gucken, wo die gleich nochmal war. Genau, die machen wir aus. Und das, nee, das machen wir alles aus für eine Nachtfahrt. Und dann kann unsere Reise beginnen. So, das müssen wir auch vollstellen. Genau, und dann Richtungswender vorwärts. Ach nee, jetzt ist vorwärts. Gut. Und dann kann die Reise schon losgehen. Das Signal hat mittlerweile auf Fahrt umgeschalten. Und dann beginnt unsere Reise. So, dann hieß es, es gab ja einiges an Feedback zum letzten Video zu dieser Strecke. Zum einen ja, gab es sogar ein Feedback aus Uruguay. Also meine Videos werden auch mittlerweile in Südamerika geschaut. Vielen Dank natürlich dafür. Und zwar geht es halt um diesen Tunnelblick, da ja das Fenster hier in dem Fall sehr, sehr klein ist, wo wir uns hier befinden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche das mal ein bisschen näher heranzusuchen. Wobei ich das eigentlich eher ein Freund davon bin, eher eben aus so einer kompletten Führerstandsperspektive zu streamen. Aber ihr seht, das zoomt ja dann gleich so weit heran. Weiß ich nicht, was jetzt hier nur das Richtige ist. Aber ich kann euch sagen, eventuell ist das dann schon eventuell das letzte Video zu Scotland Express, also die Strecke Edinburgh-Glasgow. Denn, ja, das ist halt, das Problem ist halt, dass die Strecke halt, oder einfach die Fahrten auf dieser Strecke relativ wenig oder sehr, sehr wenig Abwechslung zu bieten haben. Denn alle Fahrten finden, oder fast alle Fahrten, abgesehen von drei Ausnahmen, finden halt nur mit diesem Fahrzeug statt, egal ob im Fahrplanmodus oder halt in den Szenarien oder im Reisemodus. Der Reisemodus ist ja so eine Zusammenfassung von Szenarien und Fahrplanmodus. Es findet halt alles mit diesem Fahrzeug statt. Es gibt lediglich zwei Fahrten mit der Class 314 vom DLC CAF Kurz Circle Line, und es gibt eine Fahrt mit der Class 66 und den Rail Heat Treatment Train, also diesen Zug, der hier eben also den Zug, der die Schienenköpfe reinigt. Ansonsten war es das ja schon an Abwechslung. Also das ist natürlich einerseits etwas schade, dass wir so wenig Abwechslung haben bei dieser Strecke. Aber andererseits, wenn da natürlich im Vorbild auch nicht viel andere Züge fahren, ist das natürlich dann auch richtig. Also wenn im Vorbild wirklich nichts anderes auf der Strecke unterwegs ist. Das hat mich persönlich nur gewundert, dass es zum Beispiel auf dieser Strecke auch keinen Güterverkehr gibt. Ihr seht auch, dass es heute ich würde es jetzt mal schon als Nachtfahrt bezeichnen, im heutigen Fall eine Nachtfahrt auf der Strecke ist. Das haben wir ja jetzt nicht so oft gemacht in TrainSimulator 3. Das wird auch weiterhin die Seltenheit bleiben, denn ihr seht ja selber, was wir nachts sehen, gerade jetzt bei diesen neuen TrainSimulator 3 Effekten, was wir da nachts zu sehen bekommen. Es ist nicht allzu viel, was es da zu sehen gibt, und von daher wird das wirklich eher die Seltenheit bleiben. Aber ich habe mir gedacht, da das Szenario auch jetzt hier von der Länge her sehr gut passt und wir eben mal eine Fahrt in das Betriebswerk Eastfield machen, ist das natürlich eine, ja, da passt das mal so ein bisschen, dass wir eben auch mal eine Nachtfahrt erledigt haben. Ja, das DLC wurde ja den einen gefällt, die anderen sagen, naja, es ist halt
eben vom Preis her, also eigentlich viele von euch finden auch den Preis etwas hoch angesetzt, ist ja immer eine schwierige Diskussion. Die Preisdiskussion ist ja immer eine der schwierigsten. Einerseits, ja, alles wird teurer, andererseits, ja, also 35 Euro, dafür bekommen wir eine Strecke, die 48 Meilen lang ist, also 77 Kilometer, und dafür bekommen wir ein neues Fahrzeug. Und wie die Abwechslung auf der Strecke aussieht, was die Fahrten angeht, das habe ich euch ja gerade gesagt. Das heißt, man muss sich natürlich dafür interessieren und man muss das dann eben auch mögen. Das ist ja so ähnlich wie zum Beispiel die LGV-Strecke, also die Strecke von Avignon nach Marseille. Da habt ihr ja auch eine knapp 100 Kilometer lange Strecke und ihr habt dort außerdem auch ein Fahrzeug, und auch da finden natürlich alle Fahrten mit diesem Fahrzeug statt. Man kann sich natürlich auch mit anderen Fahrzeugen natürlich weitere Fahrten im Szenario Planer bauen, das möchte ich jetzt mal nicht verschweigen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sich da mit anderen Fahrzeugen eben auch einige zusätzliche Fahrten noch bauen kann. Aber ich persönlich mag vor allem die Strecken sehr, sehr gerne, wo wir verschiedene, oder wo wir persönlich verschiedene Fahrten eben auch noch, also dabei haben, wo eben schon Rücksicht auf andere DLCs gemacht wird und wo wir eben schon viele Fahrten mit vorhandenen Fahrzeugen schon haben, wo ich mir die nicht selber zusammenbauen muss. Aber wie gesagt, wenn hier eben im Vorbild auf der Strecke auch nichts weiter fährt, das habe ich natürlich die Ansagen eher vergessen zu machen, dann ist das ja auch alles richtig so. So, also Einfahrt jetzt in Quoy, wo wir auch überpünktlich ankommen, da hätten wir ja gar nicht so rasen müssen. So, dann also gehen wir mal auf die Ansagen hier. Das habe ich nämlich total vergessen. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem. So, dann geben wir die Türen frei auf der linken Seite. So. Wir können ja die Bremse schon mal ein bisschen wieder lösen. So, also, Quoy haben wir erreicht. Das ist auch eine tolle Sache. Hier bei diesen Bahnhöfen, diese ganze Ausgestaltung, diese ganze Beleuchtung hier an den Bahnhöfen bei Dunkelheit, das hat sich mit den verschiedenen Transom World Versionen echt verbessert, jetzt gerade bei Transom World 3, also diese Beleuchtungseffekte, dass es am Bahnhof eben wirklich hell ist bei Dunkelheit und sonst am Rest der Strecke dunkel, das ist echt eine sehr, sehr schöne und lobenswerte Verbesserung. So, was steht denn hier dran? Glasgow Queen Street, und wir können ja mal schauen, wo wir überall mit unserem 3-Wagen-Zug überall halten sollen. Da gucken wir mal. Da gucken wir mal rein. Wir halten dann. Der nächste Halt ist schon Glasgow Queen Street und danach bringen wir den Zug, so wie es aussieht, ins Eastfield Betriebswerk. Genau. Dann müssten wir anhalten und dann anscheinend nochmal zurücksetzen, so wie das Ganze aussieht. Also wir sind gar nicht mal allzu lange unterwegs. Also ihr seht, eine knappe halbe Stunde wird es anscheinend wieder werden. Angegeben ist das Szenario mit 40 Minuten Spielzeit. So, gut. Dann passt das hier soweit alles. Und ja, da können wir gleich schon wieder die Türe hier schließen. So, gut. Dann schließen wir die Türen. Und können damit schon mal beginnen, die Bremse zu lösen. Und uns nun auf dem Weg machen in Richtung Glasgow Queen Street. Das Ganze ist auch nochmal 11 Meilen entfernt. Das heißt, wir fahren gut ein Drittel dieser Strecke jetzt hier ab. So, da können wir nochmal sagen, das ist... so. This train is for Glasgow Queen Street. Dann können wir nochmal richtig Schwung holen und den Zug hier auf die Höchstgeschwindigkeit von 100 Meilen beschleunigen. Ja, Tunnelblick, das ist natürlich, stimmt, das ist wirklich wie so ein kleiner Tunnelblick hier aus diesem Fenster. Ich meine, jetzt nachts sehen wir sowieso nicht mehr, aber das stimmt. Und das hat man bei vielen englischen Zügen, aber bei dem, da ist das auch im Train Simulator Classic so, bei dem ist das wirklich ganz extrem. Train Simulator Classic, da gibt es diesen Zug auch. Und da gibt es diesen Zug nicht mit der Strecke Edinburgh-Glasgow, sondern da ist der bei dem Glasgow Airport Link dabei. Das ist eine Strecke, die zum Teil fiktiv ist, denn die stammt aus dem Jahr 2013. Und da ist halt der Streckenabschnitt zum Flughafen von Glasgow dabei, diese sogenannte GAL, also Glasgow Airport Link.
Da gibt es halt, das geht halt weitestgehend über eine reale Strecke und dann dieser Abzweig zum Flughafen, der ist dort halt dabei, der sollte ursprünglich 2013 eröffnet werden, den gibt es bis heute noch nicht. Also es ist so eine quasi zum Teil fiktive Strecke, die da gebaut wurde, aber auch sehr interessant. Ist aber ein relativ kurzes DLC, da bist du, glaube ich, in 10 Minuten schon die komplette Strecke abgefahren. Und da ist halt auch dieses Fahrzeug dabei. Die Strecke Edinburgh-Glasgow, die gibt es auch für den Train-Simulator. Da ist sie angesiedelt, also da wurde das DLC 2011 schon veröffentlicht und da ist das noch die Dieselstrecke. Da fahrt ihr damit der Class 170 in, glaube ich, zwei verschiedenen Lackierungen und dort ist, glaube ich, sogar auch eine Güterzuglung dabei. Also da gibt es, meine ich, auch Güterverkehr, wenn ich da jetzt nicht falsch liege, aber ich meine, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da im Vorbild Güterverkehr auf der Strecke gibt. Ich gehe mal davon aus, dass da der ein oder andere Güterzug unterwegs ist. Vielleicht gibt es ja da noch die ein oder andere Ergänzung per DLC, vielleicht eine neue Güterzugung oder sowas, dass wir hier dann noch etwas mehr Abwechslung bekommen. So, jetzt sind wir schon bei 100 Meilen pro Stunde. Ist die Höchstgeschwindigkeit umgerechnet genau 160 Stundenkilometer. Und in 7,6 Meilen sollen wir in Glasgow Queen Street ankommen. In unserem Zielbahnhof. Finde ich auch gut, dass man jetzt beide... Entschuldigung. beide wichtigen Bahnhöfe in Glasgow jetzt in Transom World 3 hat. Also zum einen Glasgow Central Station, das ist ja bei der Cathcart Circle Line dabei. Und zum anderen eben Glasgow Queen Street. Das ist ja wiederum bei diesem DLC enthalten. Cathcart Circle Line, wie gesagt, wenn ihr euch für Schottland interessiert, Cathcart Circle Line, das ist ein DLC, was den Nahverkehr, also die Cathcart Circle Line in Glasgow abdeckt, also wo ihr mit dem Vorortzug dann in die Vororte von Glasgow fahren könnt, nach Milton und Newton, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, Milton und Newton, was man da erreichen kann, war auch damals ein interessantes DLC, ist ursprünglich für TSW 2 rausgekommen und konnte ja dann auch in TSW 3 übernommen werden. So, ihr seht, wir haben jetzt keine perfekte Stufe mit der Geschwindigkeit, wir sind ja gut in der Zeit, das heißt, selbst wenn wir jetzt hier nicht die absoluten 100 Meilen fahren, dürften wir trotzdem pünktlich ankommen. So, ich hoffe, es ist euch nicht so dunkel. Hier durchfahren wir jetzt auch den ersten Bahnhof. Hier die Leute, die sind lebensmüde, so nah an der Bahnsteigkante hier lang zu laufen. Das ist echt lebensmüde. Macht das bloß nicht nach, kann ich euch dazu nur sagen. So, hier war das ABS, was zurückgesetzt werden möchte. Und jetzt sind wir nur bei 96 Meilen. Aber wir haben so viel Zeit. Und ich würde fast sagen, dass wir den Zug. Wir können auch mal jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen. So, 85 erwarten uns. Ja, also kurz vor Glasgow werden wir sicherlich auch sehr wieder auf die Bremse gehen müssen. Und hier ist das jetzt etwa ein Signal, was uns jetzt hier Warnung anzeigt. Ich meine, nee. Genau, hier haben wir da auch so einen Bahnhof. Das ist da auch, glaube ich, so ein Güterbereich, oder? Hier ist da auch so ein Terminal, wo Züge abgestellt werden. So ein Güterbereich ist das doch, wo wir uns da befinden. So. Also 1,6 Meilen noch, dann müssen wir erst einmal die Geschwindigkeit reduzieren auf 85 Meilen pro Stunde. 4,3 Meilen haben wir noch bis Glasgow Queen Street. Also wir sind kurz vor dem Ziel. Ich finde halt solche Aufgaben auch sehr interessant und das gibt es ja immer weiter, immer mehr jetzt auch im Fahrplanmodus, dass man eben so eine Aufträge hat, wo du hintereinander die Fahrten spielen kannst, wo du eben zuerst damit anfängst, den Zug aus dem Betriebswerk zu holen. Und dann eben vom Betriebswerk zum Bahnhof, vom Bahnhof dann die erste Fahrt machst, dann die nächste Fahrt machst. Also wo du teilweise wirklich sehr interessante Läufe nachspielen kannst. Das ist wirklich sehr interessant teilweise, was es da mittlerweile in TSW 3 so alles gibt. So, jetzt geht es ganz langsam runter auf die 85 Meilen pro Stunde. Natürlich trotzdem nur auf die Signale hier achten. Einfach mal gemütlich rollen. Da kommt der nächste Bahnhof. Also ihr seht, dass wir auf einer Art Express hier fahren. So, jetzt gleich runter auf die 70 Meilen. Ist ja normal, dass man von großen Bahnhöfen auch immer etwas langsamer wird. Aber der Bahnhof ist da. Vom Timing her glaube ich schon ganz gut.
Ja, auch das Rollgeräusch ist, ja, also wie gesagt, ich musste es bei den Aufnahmen, da man da kaum meine Stimme oder meine Stimme schwierig sonst verstehen würde, deswegen muss ich das Rollgeräusch oder beziehungsweise den Spielsound da sogar in der Nachbearbeitung etwas reduzieren. So, 70, dann, oh, hier kommt eine 50, da müssen wir glaube ich auf die nächste Bremsstufe runter. Das ist ein echt knapper Abstand. Das werden wir auch nicht schaffen. Das ist schon ab hier die 50, aber fast geschafft. Ihr seht, wir nähern uns Glasgow jetzt mit nicht mehr so hoher Geschwindigkeit. So, 1,4 Meilen, da geht es dann auf 30 runter. Das ist ja dann schon wirklich kurz vor dem Hauptbahnhof von Glasgow. Und jetzt hier bauen wir mal einige. Ach, hier ist ein. Hier, ist das ja das Betriebswerk, wo wir hin müssen? Kann das sein? Wo wir dann quasi wieder zurücksetzen. Das kann durchaus sein, dass dies das Betriebswerk ist. Soll das mal in 5 Minuten jetzt hier in Glasgow ankommen? Das ist das Allerwichtigste. Auch schön, habt ihr gerade gehört, diesen weichen Sound. Auch schön gemacht. Ja, wie gesagt, also an Szenarien wird das wahrscheinlich jetzt erstmal die letzte Fahrt hier sein auf der, auf dem DLC Scotland Express. Wenn ihr euch noch eine kurze Fahrplan fahrt oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne. Aber ansonsten würde ich sagen, geht es im nächsten Part dann mit auf einem anderen DLC erstmal weiter. So, oh, jetzt geht es auch steil bergab. Das heißt, wir sollten hier vielleicht dann auch nochmal schon ein bisschen früher anfangen mit Bremsen. Ihr seht, wenn es zu steil ist, dann gewinnt der Zug auch bergab an Geschwindigkeit. Bei 0,1 noch nicht, aber bei 2,2%, da nimmt der Zug auch an Tempo zu. So, jetzt bremst man natürlich wieder ein bisschen zu früh. Das heißt, wir sollten eigentlich trotzdem, wir sehen, es ist nur noch eine Meile bis Glasgow, sollten wir eigentlich trotzdem pünktlich ankommen in Glasgow Queen Street. Erinnert euch vielleicht beim im ersten Part, wo wir ja die komplette Strecke abgefahren sind mit so einem Schnellzug, da sind wir ja wirklich gegen diesen Prellbock am Ende gefahren, aber da ist zum Glück nichts passiert. Zug ist nicht entgleist, das war ja das Allerwichtigste. So. Hier ist dann die 30, da vorne ist dann schon 20 und da wird auch ein haltzeigendes Signal schon vorsignalisiert. So, jetzt geht es nochmal durch den Tunnel. So, jetzt können wir doch schon mal die nächste Station ansagen. Ja, eigentlich schade, dass der Zug nicht ansagt, dass dann die Fahrt dort auch endet. So, okay, jetzt klappt es auch ganz gut, die Geschwindigkeit zu halten. Und ja, ist die Frage, wo ist jetzt der Haltepunkt für das Signal? Ich glaube, das ist am Ende des Bahnsteiges. Ich hoffe es. Ja, das ist am Ende. Das heißt, wir können schon mal einfahren in den Bahnhof von Glasgow Queen Street. Okay, dann haben wir diese Fahrt dann auch geschafft. Wir kommen überpünktlich an. 21 sollen wir es da sein. Ich schätze mal 19:20 werden wir dann am Bahnsteig stehen. Da sehen wir doch schon hier die Bahnsteige von Glasgow Queen Street. Gut. Ja, anfangen zu bremsen. So, Glasgow Queen Street Einfahrt. Da können wir uns da jetzt auch ein bisschen Zeit lassen, nachdem wo wir da jetzt halten sollen am Bahnsteig. Wir sind ja nur ein kleiner 3-Wagen-Zug, das heißt, da müssen wir nicht so genau am Bahnsteig halten. Selbst wenn man hier vorne halten würde, würde das Ganze wahrscheinlich schon zählen. So. Oh, ist schwierig, manchmal diesen Punkt hier zu erwischen. So, aber jetzt fahren wir nicht gegen das Gleisende,
sondern kommen pünktlich zum Stehen, öffnen die Türen. So, dann sehen wir hier unseren Zug stehen. Abendlicher Betrieb in Glasgow, Queen Street. Nicht mehr viel los um die Zeit, 19 Uhr. Berufsverkehr ist vorüber. So, dann können wir doch auf jeden Fall hier schon mal die Warnlichter anmachen. Ach nee, nee, können wir nicht. So. Gut, dann sollen wir bis 22 warten. Hm. Okay, da drüben ist eine Streckenkarte, die wir aufhängen können. Hier, ihr seht es hier dahinter. Hm, schaffen wir das? Hm. Was ist das mit den Türen hier auch so komisch? Da gehen wir mal hier durch den Fahrgastraum. Aber immerhin klappt das jetzt, dass alle Fahrgäste wirklich auch aussteigen und wir keine Fahrgäste mehr mit ins Betriebswerk nehmen. So, hier drüben können wir mal einen Blick auf die Streckenkarte werfen. Nee, das ist ein Plakat, was wir aufgehängt haben, also keine Streckenkarte. Und hier, schaut mal, das können wir auch auslösen. Schaut mal, hier ein Klavier. Moment. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass es nie jetzt nicht geschützt ist oder so, dass es noch Content-Treffer gibt. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, Blumenkästen hier sind... Ach, hier, ne, guck mal, das ist eine kleine Eisenbahn hier in Blumenkästen. Auch sehr schön. Aber jetzt müssen wir gleich wieder zurück. Wie weit kann man diesen Bahnhof hier eigentlich begehen? Ist hier die Frage, können wir hier... Ach, nee, können wir nicht in die Halle reingehen. Sehr, sehr schade. So, wo fahren denn die restlichen Züge jetzt hier hin? Hier fährt gar nichts mehr ab anscheinend. Nee, okay. Ach so, weil wir nicht im Fahrplanmodus sind. Sonst würde er das wahrscheinlich anzeigen. So, North Hanover Street, da geht's hier hin. Okay. Und ja, ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt wieder in unseren Zug. Denn für uns geht's jetzt nämlich weiter ins Betriebswerk. Komm, setz dich mal hin, mein Guter. Hinsetzen. So. Dann verriegeln wir die Türen. Fahrgäste dürften jetzt alle ausgestiegen sein. Gut. Und dann muss erstmal hier der Führerstand wahrscheinlich abgerüstet werden. So. Schätze ich jetzt einfach mal. Hier drüben fährt der andere Zug jetzt ab. Okay. Wo gar nicht dran stand, wo er hinfährt. Gut. warten Sie einen Moment. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. So. Also. Okay. Führerstand abschalten. Schön. Und das darf ich jetzt alleine machen. Na, super. Okay, dann machen wir aber erstmal die Lichter aus. Und den aus. So, dann müsste ich wahrscheinlich erst einmal das auf ausstellen. Das aus und das aus. Und dann... Ja, wie ist das mit der Bremse hier zum Beispiel? Das ist ja bei jedem Zug hier unterschiedlich. Wahrscheinlich erstmal auf Vollbremsung stellen, oder? Schätze ich jetzt mal. B... Auf Max. So, lassen wir das mal auf Max. Hauptschlüssel aus. Ja, ich hoffe, das reicht, dass wir dann auch hier vom Fleck kommen. Gehen wir einmal durch den ganzen Zug durch. Den hinteren Führerstand. Wieso ist denn eigentlich das Passagierlicht? Ach so, na gut, das brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Das ist wahrscheinlich ausgegangen, wo ich den Hauptschlüssel rausgezogen habe, weil wir hatten es doch eigentlich angemacht, wo wir losgefahren sind. So, Glasgow Queen Street zeigt er ja noch an. Da müsste jetzt eigentlich anzeigen, not in service. Okay, also einmal durch den kompletten Zug durch. Ist das eigentlich so eine komische Nachtbeleuchtung hier? Hm. Ach so, halt, Mist, das habe ich schon mal gemacht, Mist. Wir müssen natürlich hier rein. So, dann macht man die Tür wieder zu. Und nimm mal Platz. So, okay. Was darf ich denn wieder alleine aufrüsten? Alles klar. So, dann geht's du auf vorwärts. Licht auf... Ja, voll, okay, das passt. So, den brauchen wir an und für sich brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr. Gut. Und dann geht's weiter jetzt in diese sogenannte Durchgangsschleife. Ja, das ist da vorne wahrscheinlich. So. So, okay. Wir nehmen trotzdem die Zugsicherungssysteme mit. Und lösen die Bremse. Und können nun hoffentlich losfahren. Ja, wir können los Richtung Betriebswerk. Sehr schön.
geht's jetzt erstmal mit 20 Meilen. Ja, das ist, glaube ich, das sind wir schon mal vorbeigekommen, hätte ich fast. Also würde ich fast denken, dass wir da an dieser Schleife schon vorbeigekommen sind. So, es dürfte jetzt ja relativ steil bergauf gehen. So, passt das mit dem Zug alles. Ja, tatsächlich, die Passagierlichter sind ausgegangen, wo wir den Führerstand deaktiviert haben am Zugende. Ja, aber die Rücklichter leuchten auch. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. So, jetzt geht es gleich auf 50 Meilen nochmal hoch. Machen wir auch, damit wir... Na, 26 sollen wir da sein. Ich glaube, das spielt jetzt nicht die allergrößte Rolle, ob wir dort vorn pünktlich sind. Aber da können wir nicht mit 20 davor schleichen. Das ist ganz klar. So, welches ist für uns? Ich glaube, das linke. Drin wird den nochmal auf 50, bevor wir jetzt gleich wieder auf 20 runter müssen. Wir wollen ja auch keine nachfolgenden Züge aufhalten. So. Das ist halt wirklich dann auf diese überperfekten Fahrzeiten. Das ist halt wirklich so bemessen, dass du hier den Zug nochmal auf 50 hoch beschleunigst. So. Ja, hier wird auch wieder halt zeigen, das Signal vorsignalisiert. Okay, in 700 Yards sollte erst auf unterbeschleunigt werden. Und jetzt sollten wir schon an dieser Stelle sein und dieser Markierung anhalten. Das werden wir nicht mehr ganz schaffen. Gut, das wird wahrscheinlich ein haltzeigendes Signal oder sowas sein. Na, jetzt haben wir eben wieder diesen Anstieg, den wir vorhin runtergerollt sind. Den klettern wir jetzt wieder rauf. So. Da ist die Markierung, okay. Wahrscheinlich gehen wir rückwärts ins Betriebswerk, das kann natürlich sein. Weil da vorne halten wir auf offener Strecke direkt vor einem Signal. Ach, da rollen wir wahrscheinlich hier so rückwärts ins Betriebswerk dann zurück, okay. Oder? Wir werden es ja sehen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich mag ja solche Fahrten. Es gab ja mal ein paar Videos, die ich für euch gemacht habe, wo wir nur solche Fahrten gemacht haben. Dass wir quasi ins Betriebswerk, vom Betriebswerk zum Bahnhof oder zurückgefahren sind. Solche ganz kurzen Videos, das hatte dann immer auch ein bisschen was mit Zeit, mit ein bisschen Zeitmangel dann zu tun. Okay, gibt es sogar ein bisschen Abstand noch zum Signal. Also wir müssen doch irgendwo den Zug noch mal irgendwo umsetzen. So. Also, jetzt räumen wir erstmal hier auf unser Gleis. Auf diese Durchgangsschleife. Sogenannte Durchgangsschleife. So. Und bleiben stehen. Gut, und dann sollen wir jetzt weiterfahren, und zwar auf das Ausziehgleis. Wo ist das? Also hier vor... Ach so, da geht's... Hä? Da geht's jetzt also weiter geradeaus. Bis hier, ja, in das Betriebswerk. So, und dann müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Und hier blockiert ein Zug unseren Fahrweg. Hier kommen wir gar nicht hin. Hier müssen wir eine Weiche selber stellen. Hä, wo schickt der uns denn jetzt hier lang? Bis dahin, und dann setzen wir wahrscheinlich zurück in den Bahnhof, okay. Da kommen wir doch gar nicht hin. Da kommen wir doch gar nicht hin. Achso, der Zug ist jetzt raus. Oh Gott, der kommt uns jetzt also gleich entgegen. So, jetzt können wir also weiterfahren. Oh, so weit ist das. Sah auf der Karte jetzt weiter aus, als es ist. Gott sagen, das war ja gerade ein Zug im Weg. Den hatten wir... Ach, wisst ihr, was das ist? Das ist der Zug, der vor uns in Glasgow losgefahren ist. Der ist gar nicht mehr auf Reise gegangen, sondern der ist auch ins Betriebswerk gefahren, in den Abstellbereich. Das war die Sache. Der ist genauso wie wir ins Betriebswerk gefahren, nur ein, zwei Minuten vor uns halt. So, ja, in sieben... Ja, genau, da sollen wir halten. Okay. Jetzt hoffen wir, dass wir das alles hier richtig eingestellt haben. Ich werde euch jetzt hier nicht wieder auf Dings beschleunigen.
Ich hoffe, das passt ja alles. So, hier ist eine automatische Weiche. Hier zwischen den beiden. Ja, durch dann. Passt. Die passen alle. Sehr schön. Aber das lohnt sich jetzt nicht, auf die noch weiter zu beschleunigen. Im Gegenteil. Da rollen wir ganz gemütlich jetzt mit 15 Meilen pro Stunde dann gleich hier durch den Betriebsbahnhof. Na, bremst doch mal, Mensch. Ja, also gerade mit der geringen Bremskraft hier ist das mit dem Zug echt so eine Sache. So, jetzt hoffen wir mal, dass das alles hier passt. Aber macht das auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Also am PC ist das die Taste 9. Wenn ihr in irgendwelche Güterbahnhöfe oder Betriebsbahnhöfe schaut, auch wenn das nicht erwähnt wird in den Texten. Du, oh, es ist 5 Meilen. Oh, Junge. Man kann es auch recht übertreiben. Es ist ganz wichtig, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Schaut bei solchen Rangierfahrten oder immer in die Streckenkarte, auch wenn es nicht vom Spiel erwähnt wird, schaut immer in die Streckenkarte und guckt, ob in solchen Betriebsanlagen die Weichen richtig gestellt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. So, hier drüben, hier seht, der hat noch das Passagierlicht an. Ich weiß gar nicht, aber das Licht muss man doch eigentlich nicht anhaben, wenn keine Fahrgäste mehr da sind. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber eigentlich muss man die meiner Meinung nach nicht mehr anhaben. Deswegen dauert das auch 40 Minuten, weil wir jetzt in 5 Meilen hätten doch den Zug auch hier abstellen können. Dann stattdessen müssen wir dann wahrscheinlich nochmal zurücksetzen, also... Das dauert wirklich gerade... Das zieht es jetzt natürlich hier extrem in die Länge. Diese kurze Fahrt hier mit 5 Meilen durch den Rangierbahnhof. Kann man den ruhig hochdrücken hier auf 7 oder sowas. So... Sagt ja auch keiner was, solange wir nicht im roten Bereich landen. Lasse ich den jetzt hier mal ein bisschen schneller rollen, das zieht sich ja sonst ewig hin. Ihr seht, wie schnell der auch an Geschwindigkeit dann wieder verliert. Ja, wir sollen dann bestimmt dann rückwärts irgendwie. Am Ende müssen wir sogar nochmal einen Führerstand wechseln, weil so eigentlich ist Rückwärtsfahren mit dem Zug, das gibt es ja eigentlich so weit gar nicht, soweit ich das weiß. Müsstest du wirklich in so einem Triebwagen nochmal den Führerstand wechseln? Aber krass, geringe Geschwindigkeiten hier. Und das dieses Szenario ist auch so ein bisschen falsch beschrieben in der Beschreibung. Da heißt es, erst fahr den Zug nach Glasgow Queen Street und dann zurück nach Edinburgh. Dabei stimmt das gar nicht, sondern du sollst den lediglich nach Glasgow Queen Street fahren und dann von Glasgow aus eben hier ins Betriebswerk bringen. Junge, wir schleichen da hier wirklich mit. Es ist wirklich krass. Krasse Sache. Nur gut. Eastfield Ausziehglas. Also, wir ziehen ihn raus, um den dann nochmal mit 5 Meilen wieder zurück zu rangieren. Wie gesagt, da hätten wir auch sagen können, halt an dem Bahnsteig da an und fertig. Ist jetzt meine Meinung dazu. Aber gut. Ist halt dann wirklich Kritik, sag ich mal, auf sehr hohem Niveau. Auch so kurz, so nah an dem Signal sollen wir jetzt halten. Oh. Das ist mal wieder ganz toll, sowas. So nah vor dem Signal anhalten zu müssen. Also 7 Yards ist, glaube ich, der Unterschied hier. Das ist wirklich wieder fast schon Kunst, was man jetzt hier bringen muss. Und? Bist du drüber? Nee, fast. Gut. Ja, genau. Und jetzt geht's wieder zurück. Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht den Führerstand wechseln. Ich setze den Zug jetzt hier auf rückwärts. Und dann... Wo sollen wir denn hin? Hier hin. Die muss gestellt werden. Also immer... Es geht auch bei den Konsolen, soweit ich das weiß, mit den Weichenstellen. Die muss auch gestellt werden. Also hier wird vor allem, es wird auch nicht erwähnt, ne? Sollen eben die Spielenden hier selbst herausfinden, dass sie hier selber die Weichen stellen müssen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so dolle. Aber gut, so, da sollen wir den jetzt hinbringen. Okay. Gut, dann also zurück. Und dann nehme ich jetzt einfach, weil es ein Spiel ist, die Außenansicht.
So, da geht es ja, glaube ich, sogar bergab. In 300 Yards. Dort ist der Haltepunkt. Und von daher, weil wir so langsame Geschwindigkeiten nur fahren, von daher stimmt das. Also eigentlich hätten wir das jetzt super korrekt machen wollen, hätten wir jetzt hier nochmal den Führerstand wechseln müssen. Aber es hätte jetzt auch wieder Zeit. Na gut, so viel Zeit hätte das gar nicht gekostet. Gut. Bringen wir also den Zug. Ist der Vorteil, wenn man das als Spiel hat, ne? Also, weil im Vorbild gibt es das, wie gesagt, soweit ich weiß, gar nicht, dass Züge rückwärts fahren. Es gibt mal was, dass eine Lok mal Wagen vorausschiebt, so rangiert. Das gibt's. Aber direkt so bei Triebwagen rückwärts, ich glaube, das gibt's doch gar nicht. So habe ich mir das auch mal sagen lassen. So, 200. Da ist unser Endpunkt. Jetzt hoffen wir, dass wir die Weichen richtig gestellt haben. Ich finde es halt wirklich schade. Entweder ich habe es übersehen in Tlasco. Oder, also ich finde es halt schade, dass das nicht erwähnt wird, dass wir uns hier die Weichen selbst stellen müssen. Das sollte meiner Meinung nach in den Szenarien auf jeden Fall erwähnt werden. So, und hier... Hä, das geht doch gar nicht. Das Signal ist vor dem Wegpunkt? Okay. So, drüben sehen wir auch andere abgestellte Züge, wo wir gerade vorbeigefahren sind vorhin. Oder, ach ne, ja gut, der Wegpunkt ist wieder, glaube ich, Luftlinie. Das geht auch gar nicht, hä? Also optisch gesehen ist der Wegpunkt vorm Signal. Oder ist hier etwa noch so ein dunkles Signal oder das, oder irgend so ein unsichtbares Signal, so wie das ja bei Liverpool zum Beispiel an manchen Stellen ist oder zumindest war. Ja, das stimmt doch gar nicht hier, oder? 54 Hertz soll ich halten. Ach so, nee, das ist vom ersten Führerstand. Deswegen, auch deswegen. Ach so, das ist nämlich vom ersten Führerstand aus gemessen. Deswegen, also das ist von der Position gemessen, wo wir sitzen. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen verwunderlich. Deswegen ist das gerade verwunderlich. Bei dem Signal ist es absolut korrekt. Aber die Halteposition ist von unserem Führerstand aus vermessen. Also wir hätten es wirklich nochmal wechseln müssen. So. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Dann bin ich gespannt auf den Abschluss. Haben wir Gold geschafft? Eigentlich ja, wir waren überall pünktlich. Wir waren nur zum Schluss ein bisschen zu schnell. Und wir schauen uns die Auswertung an. Es reicht für Gold mit etwas mehr als 6000 Punkten und einer Spielzeit von 36 Minuten und 58 Sekunden. Das heißt, die Angabe mit 40 Minuten ist hier zutreffend. Ja, und damit sind wir fertig, auch mit diesem Szenario. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.